Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Made in Germany Box von Truckstop. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Made in Germany von Truckstop, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Country. Jawohl, es ist das 19. Album der Band, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben hier eine Box, werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und uns dann im Detail ansehen. So, also wir haben hier eine ganz umfangreiche Box. Hier oben lesen wir einmal limitierte Fanbox Edition Truckstop. Dann haben wir hier diverse Herrschaften, also 6 Bandmitglieder. Und hier unten haben wir dann, wie bei vielen Produkten, oftmals so ein Qualitätssiegel, so ein Made in Germany Siegel. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich der Albumtitel. CD Made in Germany. CD Made in Germany, Geschichten hinter den Songs, Track by Track, Tasse, Hutpin, Poster, handsignierte Autogrammkarte. Also das alles erwartet uns in dieser Box. Dann haben wir hier unten rechts noch das Label Telamo, über das das Ganze erschienen ist. Und ansonsten hier noch einmal der Inhalt der Box visualisiert. Auf der rechten Seite lesen wir wieder Truckstop Made in Germany. Und auf der Rückseite nochmal die Herrschaften hier, sitzend auf Steinen. Jawohl, das Ganze ist hier wie so ein Schuber, also ist so eine Banderole rundherum, die man hier abnehmen kann. Das Ganze wurde dann hier hinten so zusammengeklebt. Machen wir mal zur Seite. Und die Box an sich ist dann recht schlicht gehalten, komplett in Weiß. Ja, ist natürlich jetzt nicht die eleganteste Lösung für das Ganze, aber ich muss ehrlich sagen, ich bevorzuge diese Variante gegenüber, wenn man das hier einfach in so einer schlichten Papphülle gemacht hätte, also die ganze Box so instabil gemacht hätte. Deswegen finde ich das auf jeden Fall schon mal gelungener. So, was haben wir hier? Ah ja, okay. Also, die Tasse, jede Menge Luftpolster, für die wir keine Verwendung mehr haben. Die machen wir gleich klein. So, was haben wir hier noch? Das sind die Geschichten hinter den Songs. Das Album. Dann haben wir hier ein Poster, die Autogrammkarte. Und ich wollte gerade sagen, mir geht der Hutpin ab, aber der ist scheinbar hier in der Tasse mit dabei. Gut, die Box von innen weiß, packen wir mal wieder zusammen. So, und dann schauen wir auch, ob wir sie gleich wieder in diese Hülle, in diese Banderole reinbringen. Jawohl, sehr gut. So, ein Inhalt, zwei Inhalte sind noch in Folie. Der Rest kann zur Seite. Und wir kommen zum Album. So, einmal hier aufmachen. Gut, so sieht das aus. Also, das Albumcover, das kennen wir bereits von dem Boxcover, das ist ident. Wir lesen hier wieder Truckstop und Made in Germany. In einem regulären Jewelcase kommt das Ganze. Hier lesen wir dann auch noch bekannt aus der TV-Werbung. Ah ja, okay, also das muss ich ehrlich sagen, habe ich so auch noch niemals gesehen. Bekannt aus der TV-Werbung, dass man das hier auf das Jewelcase schreibt. Okay, sehr eigenartig.
Delamo, Truckstop Made in Germany. Und auf der Rückseite das Bild, das auf der Box hinten war. Beziehungsweise nein, auf der Box hinten war, glaube ich, das auf den Steinen. Naja, egal. Hier haben wir den Barcode und hier die Tracks. 14 Stück sind es geworden. Daneben haben wir dann auch noch die Laufzeit der Tracks angegeben. Dann schauen wir mal hinein. Was haben wir denn hier? Einen Flyer, das große Gewinnspiel. Alles klar. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Gewinnspiel schon längst verjährt ist. Ja, genau. Hier steht, Verlosung erfolgt am 31.12.2017. Da kommen wir leider etwas zu spät. Aber war irgendwie auch zu erwarten, nachdem das Album ja 2017 rauskam. So, dann schauen wir uns mal das Booklet an. Hier haben wir die Herrschaften. Und hier einmal eine Widmung. Liebe Freunde. Könnt ihr euch natürlich gerne kurz anhalten und durchlesen. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks mit Infos, also mit den Infos zum Track und natürlich den Lyrics und schönen Fotos. Hier ein Foto von Andreas, Tim und das zieht sich jetzt scheinbar so durch. Also, die kompletten Lyrics wurden hier abgedruckt, wunderbar. Uwe ist lost. So, Chris. Der Knut und der Teddy. So, das ist aber jetzt das Foto, das wir auf der Rückseite der Box hatten. Und dann hier nochmal Made in Germany. Also vom Booklet her sehr schön gemacht mit den Lyrics und den Fotos. War es viel mehr. Das Gewinnspiel packen wir auch mal wieder rein. Und dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus. Truckstop Made in Germany. Und auf der Rückseite gibt es einen schönen wolkenverhangenen Himmel. So, aber damit nicht genug. Wir haben noch eine Papphülle mit dabei. Und zwar haben wir hier die Geschichten hinter den Songs Track by Track. Bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben hier die Hintergründe, wie diese Sachen entstanden sind oder was man mit dem Song so ausdrücken und sagen wollte. Also, hier nochmal die 14 Tracks, inklusive der jeweiligen Infos. Und das kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. So sieht das aus. Jawohl. So, passend zum Thema Country haben wir hier dann noch einen Pin, Made in Germany, lesen wir hier in Silber und Schwarz, Truckstop. Und dann haben wir hier hinten so einen kleinen Verschluss, so eine Schutzkappe, kann man abziehen. Dann hat man hier den Dorn, den Pin und dann kann man das Ganze wunderbar an seiner Kleidung befestigen. Wie gesagt, von der Beschreibung her ist das Ganze für euren Cowboy-Hut gedacht. Da könnt ihr das dann draufpacken, dann könnt ihr auch so fresh aussehen wie diese Herrschaften. Dann haben wir eine Tasse mit dabei. Das ist doch eine Seltenheit. Also Tassen sieht man doch eher selten. Eventuell dann noch im Bereich Schlager. Da gibt es öfter Tassen. Aber ansonsten recht ungewöhnlich. Eine Tasse als Boxinhalt. Wir haben hier wieder den Albumtitel plus natürlich den Namen der Band. Und alle sechs Herrschaften hier der Reihe nach aufgezählt bzw. ja, abgelichtet. Von ihnen weiß. Also, klassisch in weiß mit so einem Druck hier drauf. So, eine Autogrammkarte ist ebenfalls mit dabei. Hier auch wieder die sechs betagten Herrschaften. Man muss auch ehrlich sagen, die Band existiert also seit 1973. 1973 wurden die gegründet. Das sind mittlerweile 47 Jahre. Also das ist echt unfassbar. Ja, so, alle sechs haben hier Platz genommen am Wasser und sie sind auch tatsächlich alle hier händisch unterschrieben worden, denn
kann es hier im Licht sehen. Es glänzt so silber und man spürt es auch etwas. Also die wurden handsigniert. So, die Autogrammkarte von hinten weiß im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster. Ups, falsch rum. Und hier haben wir das Foto, das wir auch schon gesehen haben. Also, die sechs Herren hier mit ihren Koffern, mit ihren Gitarrenkoffern oder anderen Koffern auch in der Hand. Und hier unten gibt es dann wieder den Namen der Band Truckstop. Der dritte von rechts, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnert mich hier etwas, so vom Vollbart und so, etwas an den Wendler. Aber das ist er natürlich nicht. So, das Poster einseitig bedruckt, Rückseite weiß und wie gesagt im Querformat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster einseitig im Querformat. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte. Alle sechs Bandmitglieder haben hier unterschrieben. Der Pin für euren Hut oder wo auch immer ihr den dran machen wollt. Dann haben wir die 14 Tracks hier mit den Geschichten hinter den Songs in der Papphülle. Die Tasse in weiß, sowie natürlich das Album an sich, Made in Germany, im regulären Schulcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Made in Germany von Truckstop. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Truckstop unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.